people and states put their hopes in a green recovery to both achieve their climate targets and overcome the economic downturn brought on by the COVID-19 pandemic, but also in the longer run, a structural change towards a greener and more sustainable economic system is needed in order to ensure both adequate living conditions for life on Earth and economic prosperity. But how can we get there? Meine Damen und Herren, es geht direkt zur Vorstellung unserer Podiumsteilnehmer und die Einführung wird sehr kurz ausfallen und ich werde alle Redner auffordern, ihre Antworten kurz zu halten, also unter 3 Minuten, bitte, denn wir haben nur noch eine halbe Stunde für diese sehr wichtige Debatte. Ich freue mich sehr, Juri Vitrenko zu begrüßen. Er ist der Minister für Energie für die Ukraine und ein früherer Unternehmens- und früherer Geschäftsführer von Naftogaz. Dann haben wir auch gleich, oder wahrscheinlich kommt er sofort, also Jane McDonald ist auch hier. Sie ist Vizepräsidentin von Kanadas Internationalem Institut für nachhaltige Entwicklung. Sie ist auch eine frühere Referentin des kanadischen Umwelt- und Klimaministeriums. Und wir arbeiten an der Verbindung mit Dario Martinez, dem Energieminister von Argentinien. Wir hoffen, dass er gleich sich zuschaltet, aber weil wir wenig Zeit haben, geht es sofort los mit einer ersten Fragerunde. Sie wissen, dass es hier um grünen Strukturwandel geht und wie man den umsetzen kann. Juri Vitrenko, vielleicht starten wir mit Ihnen. Wie viele Länder in der Welt schrumpfte auch das BIP stark seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie? Aber wir haben immer wieder gehört, hier bei der Konferenz, dass diese Krise auch Möglichkeiten bietet. Wie sehen Sie das als Minister eines gasproduzierenden Landes? Welche Chancen bieten sich in der Zeit nach der Krise von Covid für eine grüne Transformation? Zuerst einmal möchte ich Beschäftigung und Wachstum nennen. Wir gehen davon aus, dass wir etwa 500.000 Arbeitsplätze durch die grüne Transformation schaffen können. Es gibt ein paar besondere Chancen. Ich möchte mal beginnen mit der Energieeffizienz, denn die Energieeffizienz ist sehr beschäftigungsintensiv und ja, nicht sehr energieeffizient. Es gibt also großes, also unser Land ist nicht sehr energieeffizient, da können wir sehr viel noch tun, also weniger Energie zu nutzen, insbesondere Energie, die nicht grün ist. Ich möchte auch erwähnen, dass wir ein großes Potenzial in Ukraine sehen für eine Wasserstoffwirtschaft. Das ist ein neues Feld in Europa und sehr vielversprechend. Die Ukraine hat ein sehr gut entwickeltes Übertragungssystem, durch das grüner Wasserstoff auch transportiert werden kann, auch nach Europa und besonders nach Deutschland. Und da gibt es auch Interesse unserer deutschen Partner, zum Beispiel auch, dass grüner Wasserstoff aus der Ukraine kommt. Und es gibt einen ganzen Wirtschaftszweig, der eben aufgebaut werden kann im Bereich grüner Wasserstoff und auch global gesehen. Ich möchte auch sagen, dass die Ukraine großes Potenzial hat, das wir schon nutzen, aber wir wollen noch mehr Solarkraft und Windkraft einsetzen. Also wir haben sehr viel Land für Solar- und Windkraftanlagen. Wir schätzen, dass wir unsere Kapazität aus Solar- und Windkraft verdoppeln können. Das heißt, dass wir sehr viel grüne Energie exportieren könnten, also entweder als Strom oder auch als grüner Wasserstoff, auch nach Europa. Und das wäre natürlich sehr hilfreich für die Ukraine beim Aufbau der Wirtschaft. Und wir versuchen ja auch nachhaltig Einkommen zu generieren
auch basierend auf Marktintegration mit Europa, denn Europa ist ein strategischer Partner. Sie wissen ja, dass wir mit Russland im Krieg stehen und deshalb ist es nicht nur wichtig, Wirtschaftswachstum zu generieren, sondern eben auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, auf die man sich verlassen kann, also der zivilisierten Welt. Und ich komme zurück auf das Thema internationalen Kooperation und wie sie helfen kann, diese Ziele zu erreichen. Aber zuerst zu Dario Martinez. Also herzlich willkommen. Sie sind der Energieminister und früherer Leiter der Brennstoff- und Energiekommission Argentiniens. Vielleicht können Sie auch diese Frage beantworten. Ich weiß nicht, ob Sie die Frage gehört haben. Ich werde sie noch einmal stellen. Die grüne Erholung, dass man wieder zurück alles aufbaut nach der Pandemie. Sehen Sie die Chancen für Argentinien, dass man die Energiewende nach vorne bringen können, als Teil der Erholung nach der Pandemie? Primero agradecer la invitación y a los organizadores por permitirme expresarme aquí y ya yendo a la consulta. Vielen Dank für diese Einladung. Wir sind der Meinung, dass die Effekte dieser Energiewende sowohl im Wirtschaftssystem stattfinden sollen, als auch auf internationaler Ebene, im Bereich der Wirtschaft, aber auch im sozialen Bereich und in der Umwelt. Die Pandemie hat uns gezwungen, darüber nachzudenken, wie wichtig nicht nur die Gesundheit ist, sondern auch die Gesundheit des Planeten. Nach der Pandemie haben wir die Chance voranzuschreiten. Die internationale Zusammenarbeit, der Multilateralismus ist da entscheidend. Und der Schlüssel liegt darin, wie wir besser zusammenarbeiten. Wir haben alle für uns die Bedingungen analysiert, in denen wir oder unsere Bevölkerung lebt. Die Industrieländer haben das getan. Und ich glaube auch, dass dieses Abkommen, um die Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts zu erreichen, jetzt schnell umgesetzt werden muss. Wir müssen das Energiesystem verwandeln. Die Industrie, die Wissenschaft, die soziale, die Zivilbevölkerung, all diese Akteure müssen einen neuen Rahmen schaffen, damit diese Energiewende ein Weg hin zu einem sauberen System ist. Die Verantwortlichen der Politik, wir müssen den politischen Rahmen schaffen für diese Veränderung. In Einklang mit den globalen Zielen. International müssen wir solidarisch arbeiten, um dieses neue System zu entwerfen. Wir müssen mit klaren Ideen voranschreiten und natürlich aber dabei nicht vergessen, dass jede Region, jedes Land eine andere Realität hat. Die Effekte auf die Wirtschaft müssen positive Effekte sein. Also nicht nur für die Wirtschaft, aber auch für die Umwelt und für die Gesellschaft. Es geht also darum, die Armut zu reduzieren, um eine Verbesserung in der Gesundheit, in der Bildung, in der Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Und natürlich auch eine Verbesserung der Umweltsituation. Diese Energie muss verfügbar sein, muss natürlich auch nicht klimaschädlich sein. Wir wollen also einen Wiederaufbau, der ganz dringende Maßnahmen braucht. Der Klimawandel ist eine Realität, die jetzt schon Folgen hat.
Daher muss die Aktion sofortig sein. Die Pandemie hat uns in eine Situation gebracht, in der wir global verstanden haben, dass Ziele gesetzt werden können und auch erreicht werden können, so wie wir es bei der Pandemie gemacht haben. Denn wenn wir nicht gemeinsam etwas tun, werden wir die Situation nicht überwinden können. Wir müssen also diese einzigartige Verantwortung übernehmen und dafür arbeiten, dass es eine bessere Welt gibt, die auf einer soliden Basis steht, einer soliden Basis der Nachhaltigkeit und der Inklusivität. On to Jane McDonald and ask you, and this is of course very much a policy so, best practices exchange. Natürlich sprechen wir jetzt über die Politik, über die besten politischen Ansätze, die um die Rahmenbedingungen zu setzen. Also ich möchte Sie fragen, wie sehen Sie das, wenn Sie die Pandemie berücksichtigen und die Dringlichkeit, wie Michael Mann uns daran erinnert hat, der Klimaneutralität? Was sind die besten ersten Lösungen, um grünes Wachstum zu stimulieren? Und bei jedem Dialogforum, Berlin Energy Transition Dialog, sprechen wir über die Bepreisung von Kohle, von CO2. Und wir sagen immer, dass wir das Ziel noch nicht erreicht haben. Aber das ist ein Ziel, aber es gibt andere. Thank you so much. Ja, vielen Dank. Thank you for inviting me. Wonderful to be here. Ja. Die gute Nachricht ist, dass das Thema einer grünen Erholung wirklich ganz oben geblieben ist auf der politischen Tagesordnung. 2010, werden Sie wissen, wir hatten die Chance verpasst. Wir wollten wieder wachsen nach der Finanzkrise von 2008, 2009. Und wir hatten Leute wieder in Arbeit gebracht, aber leider hat es zu einem historischen Zunahme der Verschmutzung geführt. Das ist jetzt nicht der Fall. Länder in der ganzen Welt haben gesagt, dass sie wirklich grünen Wachstum haben wollen. Und das machen sie, weil es jetzt allgemein anerkannt wird, das Problem anerkannt wird. Aber wir werden viel Arbeit brauchen, um die Energiesektoren umzubauen. Und es gibt viele Studien, was für Investitionen man braucht, um den Klimawandel zu begegnen. Vor einem Jahr, werden Sie wissen, es gab eine Studie aus Oxford, da waren Joseph Stiglitz, Nicholas Stern, und sie hatten Erholungswege von der Pandemie. Und die haben gesagt, grüne Projekte liefern bessere Ergebnisse, die sind kosteneffizienter und die sind besser als die normalen finanzpolitischen Anreize. Und hier in Kanada bin ich Vorsitzender einer Arbeitsgruppe, die Empfehlungen gebracht hat für eine Investitionen in Milliardenhöhe in Kanada, damit wir unsere Ziele für 2050 erreichen können. Und die tolle Nachricht ist, dass es einen Konsens gab darüber, was wir machen wollen. Erstens wollen wir, und ich glaube, wir haben das schon gesagt in den beiden ersten Beiträgen heute, aber erstens in Effizienz investieren, Sanierung von Gebäuden. Da muss man sehr viel tun und das schafft Arbeitsplätze. Zweitens, man muss die Produktion von emissionsfreien Fahrzeugen hochfahren und dafür braucht man auch die ganze Infrastruktur. Dann, dass man saubere Energietechnologien braucht. Und das reicht von neuen Netzen zu neuen Energieerzeugung. Und das führt kurzfristig dazu, zu vielen Arbeitsplätzen. Und die Forschung sagt, zweimal so viele Arbeitsplätze pro Dollar als bei Investitionen in fossilen Brennstoffen. Und dann noch ein Punkt, ein Ergebnis der Analysen des letzten Jahres, ist, dass wenn man Leute in Arbeit bringt, dass wir unsere nationale Infrastruktur, also die Feuchtgebiete und so weiter, die Wälder, das führt zu einer größeren Resilienz und führt zu vielen Arbeitsplätzen. Und wie Sie gehört haben, es gibt so viele Vorschläge auf dem Tisch in den USA, wie wir Leute in den Naturschutz bringen kann, wie man sie ausbilden kann,
für umweltfreundliche Karrieren. Und da gibt es einen großen Konsens darüber, was wir Investitionen brauchen, um die Umweltvorteile zu bekommen, die wir haben wollen. Und es gibt eine große Chance hier, dass viele Leute in Arbeit kommen können und in die wachsende Industrie in der Zukunft arbeiten können. Vielen Dank. Zurück zu Michael Mann. Sie hatten am Schluss gesagt in Ihrem Keynote, dass die Transformation struktureller Art sein muss und einfach Fahrrad fahren und Sojamilch trinken ist grün, aber das führt uns nicht dorthin, wo wir hinkommen müssen. Also was glauben Sie, müssen wir tun, um wirklich diese Art von so viel Strukturwandel zu schaffen, wie wir es brauchen? Also das, was die Einzelmensch tun, macht, ist wichtig. Wir sollten alles tun, was wir tun können, um unsere Emissionen zu vermindern. Das führt zu einem gesünderen Lebensstil. Wir fühlen uns besser, wir haben ein besseres Gewissen. Das ist ein gutes Beispiel für andere. Das sollten wir alles tun, aber ohne strukturellen Wandel, ohne Strukturwandel, werden wir nicht die Dekarbonisierung haben, die wir brauchen. Wir müssen globale CO2-Emissionen halbieren in den nächsten 10 Jahren, wenn wir wirklich nachhaltig sein wollen, wenn globale Erwärmung auf weniger als 1,5 Grad Celsius verringern wollen. Und es ist kein Geheimnis, wie wir es machen wollen. Wir wissen, dass wir Anreize brauchen, damit die Leute die richtigen Entscheidungen treffen. Einige Leute werden CO2-freundlich, sich richtig verhalten, weil sie wissen, dass es richtig ist. Aber viele Leute werden es nicht tun, so einfach. Und die wissen, Anreize haben, damit sie richtig agieren. Also man muss jetzt eine gleiche Chance haben hier auf dem Markt. Wir haben zu lange fossile Brennstoffe subventioniert, also die Infrastruktur subventioniert und weniger Unterstützung für Erneuerbare gegeben. Und das sind die Fehlanreize. Wir brauchen Preissignale, die zeigt, was für Schäden fossile Brennstoffe machen. Und das brauchen wir in der ganzen Volkswirtschaft, damit die Verbraucher in die richtige Richtung geführt werden, damit die die richtige Entscheidung treffen. Das kann durch die Beweisung von CO2-Emissionen machen. Einige Kritiker von der linken Seite, von der progressiven Seite, sind kritisch CO2-Bepreisung gegenüber, weil sie glauben, dass es zu viel kostet und nur eigentlich die ärmeren Leute belastet. Das muss nicht so sein. In Kanada, in Australien, bis zur Abschaffung durch die konservative Regierung, hat die CO2-Bepreisung funktioniert und es war wirklich progressiv. Also die ärmeren Leute hatten Vorteile davon gezogen. Also es hängt davon ab, was man mit den Einnahmen macht. Man kann CO2 bepreisen und es korrekt tun, aber das ist nur ein Werkzeug. Wir brauchen auch Subventionen, Anreize für erneuerbare Energie. Das sind nachfrageseitig. Dann auf der Angebotsseite, wir müssen finanzieren von neuer Infrastruktur für fossilen Brennstoffe stoppen. Die fossilen Brennstoffunternehmen sollten keine öffentlichen Gebiete haben für ihre Leitungen und so weiter. Und wir sehen jetzt, dass die Biden-Administration wirklich diese Denke wirklich in ihr Tun einbringt. Jede Behörde hat jetzt Klimawandel als Teil der Entscheidungsfindung in der gesamten Regierung. Das ist jetzt der Unterschied. Das hatten wir vorher nicht gesehen. Und deswegen bin ich so optimistisch, dass mit der Führung, die wir jetzt sehen durch die USA, dass wir wieder auf der Weltbühne gekommen sind und wir zeigen, dass wir unsere Sorgfaltspflichten erfüllen. Das wird uns helfen, die globalen Aktionen auszulösen, die wir brauchen. Und ja, vielen Dank. Wir hatten ganz starke Botschaften gehört hier von der britischen Ministerin und auch von Patricia Espinosa, der UN-Rahmen-Klimakonvention, dass wirklich der Fokus sein wird auf
Fehlanreize für fossilen Brennstoffen in Glasgow. Also jetzt ganz kurz, wir haben nur noch 14 Minuten. Also, zunächst Minister Vitrenko. Die Rolle der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere Zusammenarbeit mit internationalen Investoren. Denn Sie hatten gesagt, dass die Privatwirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Was sind Ihre Prioritäten, diese Zusammenarbeit auszulösen? Was wollen Sie von Ihnen haben und wie können Sie mit Ihnen zusammenarbeiten? Also wir haben erstaunliches Wachstum gesehen bei den privaten Investitionen in Solarenergie, in Erzeugungskapazitäten für Solarenergie. Wir haben hohe Einspeisetarife in der Ukraine, also es ist nicht nur marktbasiert. Aber jetzt müssen wir dazu noch die Solarkapazitäten mit Energiespeicherkapazitäten zusammenbringen, damit wir die Kohlekapazitäten abbauen können. Und dafür brauchen wir die Investitionen der Privatwirtschaft. Da haben wir ein großes Potenzial für Erneuerbare und für Energiespeichertechnologien. Das brauchen wir wirklich für die Entwicklung von erneuerbaren Energiespeichertechnologien. Und ein zweiter Punkt, vielleicht klingt es nicht 100% politisch korrekt, aber Ukraine ist auch ein großer, hat viele Atomkraft und hier müssen wir unsere bestehende Atomkraftkapazitäten effizienter, wir müssen die modernisieren, damit es sicher ist und effizient ist und damit es uns hilft bei dem Ausläufen von Kohlekraftwerken. Also es gibt Westinghouse, ein Unternehmen der USA. Wir ersetzen jetzt unsere Zusammenarbeit mit den Russen zusammen mit und jetzt haben wir Zusammenarbeit mit anderen Ländern und wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit mit Westinghouse erfolgreich fortgeführt werden kann. Und wir würden begrüßen und wir brauchen große Investitionen in Energieeffizienzen, in Energieverteilung, Verteilungsnetze, damit die Netze effizient sind. Wir brauchen Smart Meter, Smart intelligente Netze und so weiter. Also weniger, jede wir verbrauchen, umso weniger werden wir erzeugen müssen. Also bitte, das kann helfen im Kampf gegen den Klimawandel. Und letzter Punkt, wir würden mehr Investitionen begrüßen in der Erzeugungsseite, in Erneuerbaren, neue Solare und Windkapazitäten und auch Biokraftstoffe. Das ist aber nicht ganz CO2-neutral, aber mit modernen Technologien ist es viel effizienter. Diese Punkte also sind, da begrüßen wir ausländische Investoren, dass sie in die Ukraine kommen und diese Investitionen tätigen, denn wir glauben, das wird im Interesse aller liegen. Und dann vielen Dank, Minister. Und jetzt Minister Martinez. Minister Martinez, wir brauchen eine globale Anstrengung. Was sind die zwei oder drei wichtigsten Punkte für Argentinien? Für ein Entwicklungsland wie Argentinien ist in der internationalen Zusammenarbeit natürlich die Capacity Building extrem wichtig. Mit der internationalen Zusammenarbeit und der finanziellen Unterstützung wird der Strukturwandel der Wirtschaft schneller und dynamischer sein und man wird natürlich auch keinen Bürger zurücklassen. In Argentinien sind wir der Ansicht, dass der Energiewandel nachhaltig
alle Energiequellen beinhalten muss und natürlich insbesondere bei den Brennstoffen haben wir eine sehr wichtige Geschichte hinter uns. Wir haben eine Geschichte im Bereich der Hydroenergie, im Bereich des Verkehrswesens und natürlich auch der Nuklearenergie seit mehr als 10 Jahren, seit 100 Jahren bei der erneuerbaren Energie, bei solaren Energie und der Windenergie sind wir natürlich noch im Wandel begriffen. Wir müssen natürlich auch die natürlichen Ressourcen unterstützen und die Nachhaltigkeit der Ressourcen. Das heißt, wir sind international verpflichtet, den Klimawandel zu bekämpfen. Und ich muss auch sagen, dass unser Land aufgrund seiner Vielfalt, seiner geografischen Vielfalt, natürlich die Möglichkeit hat, verschiedene Energiesysteme zu entwickeln. Und alle diese Energiequellen müssen teilhaben an der Energiewende, damit das besser ist für die Umwelt. Und wir müssen natürlich auch dieser Ressourcen fördern. Unser Ministerium hat schon immer teilgenommen an diesen Kooperationsinitiativen und hat sich immer darum bemüht, den Erfahrungsaustausch zu maximisieren. Das ist sehr wichtig in Bezug auf unsere Ziele, dass wir voneinander lernen. Und in Bezug auf den Wasserstoff, hier arbeiten wir natürlich auch daran, insbesondere mit der Internationalen Kreditbank. Das ist sehr wichtig für uns. Wir brauchen diese Unterstützung, damit wir von dieser Institution die entsprechende Stütze bekommen für die Energiewende und für diesen ganzen Wandel. Vielen Dank. And in fact, that was a point that was repeatedly underlined here in the discussions about green hydrogen, that indeed financing is going to be crucial and cooperation as well. So many thanks for that. Jane McDonald, let me come back to the question of those fossil fuel subsidies with you, if I may, because I know that you're currently working on the Global Subsidies Initiative, which would try to stimulate... Ich komme zurück darauf, denn ich wüsste, dass die gerade an den Reformen arbeiten. Was würden Sie Großbritannien und auch als Gastgeber des COP26 und auch die UNO, die Klimarahmenkonvention, wie kriegen wir Bewegung her? Es ist ein Thema seit Jahren und Jahrzehnten und trotzdem ist alles zu langsam. Das ist richtig und Michael hat es schon gesagt. Was wir hier brauchen, also bei den Reformen von fossilen Subventionen, ist systematische Veränderung. Wir müssen die Verzerrungen aus dem Markt kriegen und künstliche Barrieren auch gegenüber Erneuerbaren. Wir dürfen diesen Wandel nicht behindern. Das ist sehr wichtig dieses Jahr, wo wir eben auch für die Verpflichtung bei der COP sprechen. Denn die Investitionen in saubere Energie brauchen sehr lange. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann verpassen wir das Zeitfenster, um das Ziel für 2050 zu erreichen. Das ist also kritisch. Wir haben auch ein bisschen über CO2-Bepreisung gesprochen und das geht ein bisschen Hand in Hand mit den Subventionen. Nur eines wird nicht so effektiv sein wie beides zusammen. Also es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Loch in der Wasserleitung. Man muss das Loch stopfen, aber gleichzeitig auch das, was schon ausgelaufen ist, aufwischen. Also man kann sich den Tracker für Investitionen im Internet ansehen. Also da wird sich angeschaut, wie viel investiert wird in Erneuerbare. Und also sehr viel wird investiert eben in neue Projekte im Bereich Erneuerbare. Also die Projekte, die wir sehen, sind die grünsten in der Geschichte. Und es gibt sehr viel Arbeit zu leisten, um sicherzustellen, dass die öffentlichen Finanzmittel so eingesetzt werden, dass sie vernünftig sind. Und was wirklich hilft, die Debatte voranzubringen, ist nicht nur Zusammenarbeit bei diesem Thema. Und die gibt es schon seit Jahren mit fortschrittlichen Ländern, die versuchen, andere Länder an Bord zu bekommen, sondern auch geht es um den Weg zur Klimaneutralität. Also die Frage ist, welche Investitionen müssen wir jetzt machen mit den öffentlichen Mitteln, die wir haben? Und wie muss dann auch die Privatwirtschaft da rein investieren? Also wir müssen uns wirklich auf die Wachstums
Industrien uns konzentrieren und die sauberen Industrien. Und das zeigt wirklich, welches Ausmaß an Investitionen möglich ist. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass öffentliche Gelder hier gegeneinander ausgespielt werden. Vielen Dank. Zurück zu Michael Mann mit einer letzten Frage. Wenn wir über Subventionen für fossile Brennstoffe sprechen, dann sprechen wir auch darüber, dass da wirklich mächtige Interessen dahinter stecken. Die wollen, dass unser Energiesystem so bleibt, wie es ist. Das haben Sie in Ihrer Präsentation ganz deutlich gemacht. Sie haben uns die neuesten Argumente gezeigt, die vorgebracht werden, warum wir eigentlich gar nichts verändern müssen. Wie können wir das überwinden? Denn diese Interessen haben auch sehr starke politische Lobbys und sie haben auch einflussreiche Stimmen in den Medien. Das haben sie auch gezeigt in einigen den Artikeln in ihrer Präsentation. Ändert sich da was und wie können wir das da etwas verändern? Ja, es ist Teil des Problems. Wir haben sehr mächtige Gegner bei unseren Anstrengungen beim Klimaschutz. Das sind die schlechten Nachrichten, aber wir haben auch wirklich gute Nachrichten, denn wir haben gute Verbündete, zum Beispiel auch die Versicherungsindustrie. Sie wissen, welche Kosten auf sie zukommen, wenn wir nichts unternehmen. Aber man sieht auch, dass die Investitions- und Finanzgemeinschaft sich wegbewegt von Investitionen in neue fossile Infrastruktur. Zum Beispiel die BlackRock Bank von England macht das. Und einige dieser größeren Investitionsfirmen und Finanzfirmen sagen, das sind schlechte Investitionen. Also es ist schlecht, in fossile Brennstoffe zu investieren, denn die Unternehmen in dieser Industrie müssen, also diese müssen ihre Vermögenswerte im Boden lassen. Es gibt aber auch physische Risiken, nämlich die Auswirkungen des Klimawandels selbst. Zum Beispiel bestimmte Fondsmanager, die auch Verantwortung geben ihren Kunden haben, diese nicht zu schaden. Auch hier sieht man Auswirkungen des Klimas auf diese Verantwortung. Also wenn man eine Verantwortung gegenüber dem Kunden hat, keine Investitionen zu unterstützen, die dem Kunden schaden, dann ist natürlich die Zerstörung des Planeten etwas Schlechtes für den Kunden und seine Kinder. Also man wird immer mehr sehen, dass Gemeinden sich immer mehr anschauen, was diese Verantwortung bedeutet. Und echte Führungsstärke kommt jetzt vielleicht aus Orten, wo man sie gar nicht erwartet, zum Beispiel aus der Finanzindustrie. Und mit diesen starken Verbündeten auf unserer Seite und mit der Veränderung der Richtung in der Politik in den USA und auch mit der Jugendklimabewegung, mit all diesen Dingen können wir es schaffen. Es ist unser Moment, unsere Zeit und wir müssen es jetzt machen. Vielen Dank. Ich freue mich darüber, dass Sie die Finanzwirtschaft genannt haben, denn hier in Europa ist es ein Thema, bei dem es nicht um Verantwortung geht, sondern auch um die Kapitalreserven, also zum Beispiel auch bei der Europäischen Zentralbank. Da geht es wirklich auch darum, dass Klimathemen eben Teil der Verantwortung von Banken werden. Also vielen Dank für diese Diskussion. Vielen Dank an die Podiumsteilnehmer. Damit schließen wir jetzt diesen Veranstaltungsteil zur Nutzung des grünen Aufschwungs nach der Pandemie, um Dekarbonisierung voranzutreiben.